Hey Neuer, ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Ende. Ware möchte ich nicht haben. Hab eh kein Geld. Schatten. Hi, was willst du? Wie viele Leute will ich so Schatten werden? Ich will ein Schatten werden. So, hast du schon mit Diego geredet? Ja, habe ich. Gut, tu einfach, was er sagt. Das hat mir auch nicht geschadet. Das kenn ich jedenfalls doch schon. Nicht wirklich. Ende. So. Da geht's nicht weiter. Gehen wir mal hier lang. Hier ist ein eingestürztes Haus. Was haben wir hier? Abstelllage. Das hört sich nach Ratten oder so an. Hallo? Naja, warte mal, was knitscht das denn hier? Ja, wir gehen mal hoch hier, wir probieren es nochmal. Wieso bin ich gerade da nicht weitergegangen? Hallo? Ah, toll! Das ist jetzt eine Kunst, da hochzukommen, ne? Ja, ich fall immer wieder runter hier, wie ihr seht. Ne, wenn ich loslasse, dann fall ich ganz runter. Toll. Wie soll man da rüber hochkommen, bitteschön? Hallo? Ja, hier seht ihr die ganze Folge, wie man hier eine Leiter hochgeht. Und das nicht schafft. Jetzt hänge ich wieder fest hier. Naja, gehen wir woanders lang erstmal. Das hat keinen Zweck so. Nochmal, kann man irgendwas machen hier? La 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 tam 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 tam. Kerim? Ach, hier war mit Kerim erstmal. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karim. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Okay. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei, aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Wow. So, das ist ja also die Arena. Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Du kämpfst in der Arena? Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Was ist der Schläfer? Bei uns im Lager findest du Priester, die dir diese Frage besser beantworten können als ich. Ich will dir nur so viel sagen. Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat uns an diesen Ort geführt und er wird uns auch wieder hier herausholen.
Du meinst, ihr wartet darauf, dass euch euer Gott befreit? Ja, und das Warten wird bald ein Ende haben. Die Vorbereitungen für eine große Anrufung laufen schon. Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Hier im alten Lager sind immer einige Novizen, die Neuankömmlinge wie dich in unser Lager begleiten. Du musst sie nur ansprechen. Was ist das für eine große Anrufung, die ihr plant? Unsere Propheten sagen, die gemeinsame Anrufung des Schläfers sei der Schlüssel zur Freiheit für uns alle. Wenn du mehr darüber erfahren willst, begib dich zu uns ins Lager. Ja, okay. So, ich würde mal sagen, ich speichere es mal ab hier, weil ich gleich hier jemanden ansprechen werde, der eventuell mir einen Arena-Platz gibt. Und zwar Sketti. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer und so weiter. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken, vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Ja. Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Butler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Ja, das ist meistens so. Und Erz habe ich natürlich wenig. Ja, ich dachte, ich muss jetzt hier kämpfen, aber nein, das muss ich nicht. Vielleicht kann ich herausfordern. Ey, die sind alle weggelaufen. So, das ist die Arena hier. Naja, gehen wir mal weiter. Sketti will mir doch mir nichts geben. Typisch. Ja, wo bin ich jetzt hier? Hier kann ich Wasser zu mich nehmen. Oh Mann, nehmen wir mal. Vielleicht geben wir ein bisschen... Wird nix. Naja, dann nicht. Mann, hier kann man sich ganz schön verlaufen, ne? Ah, ich will mal wieder ein bisschen aus der Welt rauskommen hier. Mal gucken, wo der Ausgang war. Glaube ich, da vorne irgendwo. Und mal ein bisschen die Gegend erkunden. Ja, Mut kommt... Ah. Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Warum nicht? Komm mit. Großartig. Wir können uns ja auf dem Weg etwas unterhalten. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Na toll. Folgt mir oder folgt mir nicht? Also warm Bruder... Wo ist denn der? Sehe ich gar nicht. Ist ein Geist? Er kommt nicht mit, das ist nett. So, wir wollen mal ein bisschen rausgehen hier. Und mal wieder ein bisschen kämpfen. Torwache, ja, ja, alles in Ordnung mit mir. Wir gehen mal da lang. Ich will mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen was finde hier, was interessant ist. Scavenger, okay. Aua.
Hat nicht geklappt. Mist. Mist, Mist, Mist. Jetzt ist vorbei. Ja, so schnell kann es gehen, wenn man nicht richtig kämpfen kann. Shit, ja, ich bin ganz dahin bei der Arena, aber das ist kein Problem. Ist ja nicht allzu weit weg. Deswegen sollte man immer speichern bei dem Spiel hier. Denn bei jedem Kampf könnte man sterben. So, den brauche ich jetzt nicht anreden. Kenne ich ja schon. Den Mut will ich am liebsten umlaufen da. Kein Bock auf einen warmen Bruder. Also, was habt ihr daraus gelernt? Immer speichern, speichern, speichern. Vor jedem Kampf am besten. Ein Fehler und man ist tot. Und das Spiel ist zu Ende. Das ist nämlich das Gemeine an diesem Spiel hier, in der Spielfolge. Ups, aua. Dass man sehr... Was ist das hier für ein Drecksloch hier? Wasser. Wenn man hier sehr, sehr schnell sterben kann. Wo ist jetzt der verdammte Ausgang? Komm ich doch wieder mit vorbei oder was hier? Jetzt bin ich aber... Jetzt bin ich gleich wieder in der Arena, ne? Wo ist der Ausgang? Gardist. Jetzt bin ich hier wieder im Lager, wo ich gerade hier war. Gleich komme ich wieder in der Dings vorbei. Hä? Mich vor verlaufen jetzt hier. Das Tor ist doch nicht so allzu unübersichtlich. Man sieht das doch sofort. Hier bin ich auch schon gewesen, der Schatten. Ja, jetzt bin ich aber im Kreis gelaufen. Peinlich. Peinlich, peinlich, peinlich. Fleischwanzen, die zirpen so, okay. Da habe ich mich hingesetzt. Da komme ich am Mut vorbei. Wo ich gar nicht vorbei wollte. Wo geht's hier raus jetzt hier? Ich gehe mal hier oben lang. Wo ich mal unten lang geht? Warte mal, ich gehe unten lang. Shit, egal. Ah. Ja, genau. Bin ich über den Tor lang gegangen. Fehl. Oder? Bin ich da vorbeigelaufen? Ja, wer blind ist, der sollte keine Spiele spielen, ne? So, das speichere ich aber ab hier. Ja, braucht mich nicht anschauen, ich bin in Ordnung. Auch wenn ich hier so ein bisschen dreckige Hose anhabe. Das speichere ich aber ab hier. Damit wir mal weiterkommen hier. Und ich mal wieder ein paar Tiere töten kann, Scavenger. Nun wach auf, kleine Maus, du mach dich nackig. So, dem hat's geklappt. Okay, zwei nehmen. Dann mache ich hier falsche Taste, so wollte ich es haben. So, jetzt muss ich hier Inventar. Mal gehen wir aus dem Feld raus. Hier, ich muss was essen jetzt hier. So, schon mal ein bisschen geheilt wieder. Können wir ein bisschen speichern wieder, weil wir jetzt einen getötet haben. Und mit jedem Töten von Tieren wird man schlauer und reicher. Bloß irgendwie... Es ist das Problem hier immer mit dem Geld verdienen. Erstmal machen wir auch hier viel, viel Erz. Und wie ich da rankomme, das weiß ich auch noch nicht. Und in der Nacht rumlaufen ist natürlich genauso gefährlich, als wenn es im Tag ist. Was haben wir da vorne? Scavenger oder was ist das hier? Scavenger. Komm her. Komm zu Daddy. Aua. Yeah.
Das einzige Problem ist,